Verknüpfung von Hauptstellen und Nebenstellen. Die Apparate sind installiert. Druckschalter, Storenschalter und Dimmer sind sofort nutzbar. Und die Apparate, die nennen wir Hauptstellen. Das sind Apparate, wo die Last gerade direkt angeschlossen ist und steuerbar ist, wie man sieht. Dann gibt es noch Nebenstellen. Die Nebenstellen haben keine Last, die sie direkt steuern, sind aber trotzdem am K-Plus-Draht angeschlossen und so verbunden mit allen anderen Apparaten. Und um das geht es jetzt, die Nebenstellen mit der Hauptstelle zu verknüpfen mit dem Magnet. Zuallererst bringen wir die Anlage in den Betriebnahmemodus. Jeder Apparat hat einen Magnetsensor unterhalb der Taste verbaut. Und jetzt kann ich an irgendeinem Apparat das Magnet anheben, 5 Sekunden oder länger. Und voilà, jetzt ist die Anlage im Inbetriebnahmemodus. Es gibt Apparate, die blau leuchtet, und es gibt Apparate, die gel leuchtet. Die blauen, das sind Hauptstellen, die gelben, das sind Nebenstellen. Und jetzt der Schritt 1. Mit dem Magnet selektiere ich die Hauptstellen, und ich will verknüpfen. Das sind jetzt die zwei Dimmer. Und mit dem Finger selektiere ich die Nebenstelle. Ich drücke jetzt die und voilà, jetzt sind die schon miteinander verbunden. Ich kann plötzlich jetzt die zwei Dimmer, die zwei Lampen miteinander steuern. So einfach ist es. Jetzt kann es auch sein, dass ihr eine Änderung machen wollt, die Verknüpfung wieder löschen, ist kein Problem. Nochmal mit dem Magnet herangehen, an die Hauptstelle. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Wenn es grün blinkt, heisst es, sie wollen verknüpft werden. Wenn es rot blinkt, heisst es, sie wollen gelöscht werden. Und jetzt sage ich noch wo. Mit dieser Nebenstelle wollte ich es wieder löschen, die Verknüpfung. Und voilà, die zwei sind nicht mehr verbunden. Das ist es. Wenn ich den Betriebnahme gemacht habe mit dem Magnet und fertig bin, kann ich den Betriebnahmemodus wieder verlassen. Ich gehe wieder mit einem Magnet an ein Apparat, hebe länger als 5 Sekunden an, bis alle Apparate nicht mehr leuchten. Und jetzt ist die Anlage im Normalzustand. Diese Manipulationen sind noch weitere 2 Stunden möglich. Nach diesen 2 Stunden, wenn es nicht mehr gebraucht wird, die Anlage mit dem Magnet, ist sie gesperrt. Das ist auch zum Verhindern, dass auch der Bewohner aus Versehen eine Verknüpfung ändern. Wenn ihr wieder an dieser Anlage arbeiten wollt, ist die Möglichkeit da. Es gibt 2 Möglichkeiten. Erstens, ihr nehmt die Anlage kurz vom Netz, vom Stromnetz, dann ist der Inbetriebnahmemodus wieder da. Oder ihr nehmt an einem Ort den Bedienaufsatz weg, steckt ihn wieder rein unter Spannung und könnt dann da den Inbetriebnahmemodus wieder starten. Und haben wieder für 2 Stunden Zeit, um daran zu arbeiten. Viel Spass!